Hallo meine Freunde, ich wünsche euch schöne Ostertage und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen bei eurem Dimitri. Da, bei eurem Dimitri, nicht mit eurem Dimitri, weil ihr wisst ja, Karfreitag, Tanzverbot, wir dürfen nicht feiern gehen, wir dürfen kein Party machen. Also haben wir improvisiert und wir lachen uns heute einfach über die wahrscheinlich dümmsten Betrüger kaputt, die das Format Datenfallen erkennen jemals gesehen hat. Wir haben es heute mit Menschen zu tun, die können Farben nicht auseinanderhalten, die sind für einfachste Rechtschreibung von Erstklässler Grundschule zu dumm. Und lassen den Link für ihre Abzockseite auch noch über ihr Online-Business laufen. Ja, die haben ein richtiges Business, über das die diesen Scheiß als Link benutzt haben, weil die zu blöd waren, Linkshotten dazu benutzen oder irgendetwas. Diese Leute, die sind so blöd, für die versteckt bis sie bestimmt niemand Ostereier. Solche Leute kann niemand leiden. Und weil die so viel kriminelle Energie haben und solche schlechten Menschen sind, findet die auch bestimmt niemand, der ihre Ostereier sucht. Das könnt ihr jetzt verstehen, wie ihr wollt. Ihr wisst bestimmt, wie ich das gemeint habe, weil ihr mich schon kennt. Und wir hören uns jetzt einfach mal an, beziehungsweise gucken uns an, mit was wir da zu tun haben. Wenn ihr gerade Gäste habt oder in die Kirche seid oder im Krankenhaus oder in Polizeigewahrsam, solltet ihr vielleicht nachher gucken, weil euer lautes Schreien und Lachen könnte für Angst oder Verwunderung sorgen, was zu eures Nachteil sein könnte. Ich habe euch gewarnt. Here we go. Willst du ein iPhone X? Spiele jetzt. Beeindruckend ist hier schon mal dieses von Meerschweinchen erstellte Cover von einem iPhone. Und jetzt bitte festhalten. Hier steht, es ist originalseitig, ich kann das gerne verlinken, falls mir irgendjemand das nicht glaubt. Hier steht, mach Klick auf die drei gelben Kasten unten. Mach Klick auf die drei gelben Kasten unten. Ich sehe hier verdammte 9 Kasten und die sind rot, blöd. Mach Klick auf die 3 gelben Kasten unten. Bei denen hat der Kasten nicht Klick gemacht. So kann sowas nur zustande kommen. Und mein Kasten will nicht mehr aufhören, Klick zu machen. Weil ich nicht glaube, dass ich hier sitze und mir das tatsächlich mit euch angucke. Mach Klick auf die 3 gelben Kasten unten. Ich glaube, wenn euch jetzt mal ein Video von mir nicht gefällt oder ihr mich triggern wollt, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, mach Klick auf die 3 gelben Kasten unten. Das wird unser neuer Insider. Das ist so traurig, aber irgendwie auch so geil, dass diese Leute zu blöde sind, um bis 9 zu zählen und zu blöde sind, um Rot von Gelb zu unterscheiden. Decke die 3 entsprechende Bilder auf, um die Chance zu haben zu gewinnen. Begrenzte Offerte. Man beachte hier mal Ausrufezeichen vor, Ausrufezeichen hinterher. Das ist kommt aus dem Spanischen und da kommen wir weiter auch noch hinzu. Nur noch 15 iPhone erhaltlich. Was ist ein erhaltlich? Das klingt süß. Darf ich das streicheln, blöd? Mach Klick auf den 3 gelben Kasten unten, Zucker. Was ist mit deinem Kasten? Der ist auch schon gelb vor Gestank oder Verschimmelung. Und nicht mal das mit der Abzockuhr kriegen die richtig hin. Normal steht hier 1 Minute, 2 Minute, 3 Minute, damit die Leute ganz schnell machen, damit die Druck aufbauen, damit man, oh, ich kann nur noch eine halbe Minute gewinnen, ich muss schnell draufklicken. Blöd, ich habe 8,5 Stunden Zeit, mir zu überlegen, bis dahin bin ich eingeschlafen. Und im Traum sehen die gelben Kasten dann wahrscheinlich wirklich gelb aus. Blöd, was sind das für Idioten, die so eine Scheiße ins Internet stellen? So. Und ich prophezeie jetzt, man soll hier 3 gelben Kasten drucken. Dass hinter jeder richtige Kasten ist und dass ich ganz viele drücken kann, ohne dass ich auf eine neue Seite weiterkomme. Oh, da, ich habe geschafft. Guck, ah, ich habe fast alle gedrückt bekommen. Großer Erfolg, wir müssen das gleich nochmal wiederholen. Und wir landen, wie so oft, bei einem Datenhändler auf der Seite. Dass diese schrecklich billige Seite eben wirklich von der 7 Sections GmbH verwaltet wird, halte ich für ausgeschlossen. Es ist ja bekannt, dass diese Datenhändler ihre Reflinks anbieten. Und wenn sie wirklich Leute finden, die auf die 3 gelben Kasten unten klicken und dann ihre Daten eingeben, bekommen die von 7 Sections Geld dafür. Lustig ist, als ich mir diese Seite hier vorhin angeschaut habe, standen erst einer, dann zwei, dann drei andere Datenhändler hier. Das heißt, dieser Link ist geschaltet auf mehrere neue Geschichten. Jetzt ist der Internetlink brandneu-smartphone.de. Vorhin war neues Handy.
Das heißt, hier sind die auch mit mehreren gleichzeitig am Ball. Oder es stecken tatsächlich, wie ich das schon lange behaupte, weil die Seiten alle verdammt ähnlich sehen, im Endeffekt entweder ein großer oder ein großes Kartell an Datenhändlern dahinter. Ich bin gespannt, ob sich das irgendwann mal aufzeigt. Auf jeden Fall haben die Typen nicht nur richtiges verbal Fisting bekommen, dafür, dass sie so einen schlechten Betrugsversuch ins Internet stellen. Nein, heute ist Folge 13 von Datenfallen erkennen, aufgenommen an einem Freitag. Freitag, der 13. Unglück für die Betrüger. Unglück, dass einer von euch, vielen Dank dafür, mir diese schrecklich schlecht gemachte Seite bei Facebook geschickt hat, damit ich jetzt dieses schöne Video für euch machen kann. Unglück für die Betrüger, dass ihr das weitererzählt. Unglück für die Betrüger, dass dadurch, falls überhaupt jemand drauf reingefallen ist, da kein Schwein drauf reinfällt. Und Unglück für die Betrüger, dass sie eine Menge Geld verlieren, alleine durch ihre Dummheit, dass wir da gar nichts zu tun mussten. Aber ist schön. Ich hatte ja gesagt, das Dümmste, was die gemacht haben, ist ihr Business damit einzubauen. Ich möchte jetzt gerade hier nochmal zwei Seiten zurückgehen. Der Link heißt hier oben shop.topmediastore.com. Dann slash dogs, okay, Dinner for Dogs, nein, bestimmt nicht, Schrägstrich Giveaways und so weiter. Und wenn ich jetzt nur shopmediastore.com eingebe, lande ich auf dieser Seite. Diese betrügerischen Schweine, die diese Seite hier erstellt haben, betreiben tatsächlich ein Online-Business, wo sie mit der deutschen Nationalmannschaft oder zumindest mit deutschen Fußballern, ich kenne mich da nicht so gut aus, werben. Hier aber irgendwie alles auf Spanisch geschrieben steht, daher sind wir wieder hier bei diesem Ausrufezeichen Anfang und Ende von Satz, so wie das im Spanischen auch mit Fragezeichen und so weiter durchaus üblich ist, also Standard. Und da kannst du hier überteuerte Sachen kaufen vom angeblichen Fanclub der Nationalmannschaft, da kostet Trikot 100 Euro. Blät. Natürlich kannst du auch diese Leute kontaktieren. Und die sitzen jetzt irgendwo in Vietnam. Ist doch schön, oder? Hier steht nicht irgendwie Geschäftsverantwortlicher. Hier steht nicht irgendwo, wie heißt der irgendwas. Aber die wohnen in Vietnam und haben als E-Mail-Adresse erstmal Vietcong. Leute, wir haben uns mit dem verdammten Vietcong angelegt. Die haben die Amerikaner besiegt und jetzt kommt da diese Ziegenarmee und versucht denen die Guerilla-Einnahmequelle über illegale Gewinnspiele abzuschneiden und deckt dann noch auf, dass die einen Online-Shop haben, wo die wahrscheinlich irgendwo im Dschungel zusammengeschusterte Geschichten für teures Geld verkaufen, die schon beim Angucken auseinanderfallen. Wir haben uns mit dem verdammten Vietcong angelegt, der zudem noch aussieht wie die deutsche Fußballmannschaft. Scheiße, Leute. Aber wir haben Glück. Wir haben Glück, dass wir so weit weg sitzen. Und wir haben Glück, dass wir die Anonymität des Internets haben. Sonst würde jetzt der Vietcong IT oder die IT-Abteilung des Vietcong, die arbeitet bei Yahoo, die würde zu uns kommen und würde uns richtig kaputt machen. Geile Sache. Ich werde mir auf jeden Fall den Spaß gönnen, mal zu gucken, wie sich dieser Shop hier noch entwickelt, weil da ist ziemlich viele Seiten sind einfach ohne irgendetwas hinterlegt. Das Einzige, was wohl klappt, ist bestellen. Ich will es nicht probieren, weil nein, den Leuten gebe ich kein Geld. Nicht, hier haben sie nicht mal das Eurozeichen richtig hinbekommen. Guck dir an, was sind das für Idioten? Mach Klick auf den drei gelben Kasten unten. Guck, wir können das gleiche hier ja wieder machen. Guck, hier sind auch wieder neun Kasten. Ach schade, das war nicht das Richtige. Out of stock, kannst du nicht mal bestellen. Option one is this and that. Das hört sich an wie Kopfnuss Kali. Dies und das, dies und das. Be sure to include why it's great. Ja, guck mal, die haben sogar zu dumm gewesen, hier Beschreibung reinzubauen. Und du kriegst nicht mal Belohnungspunkte davon. Blöd, dann spiele ich doch lieber hier wieder dieses Spiel. Gucke mal, wie kann ich alle Kasten klicken? Ach, ich habe wieder nicht geschafft. Egal, kann man nur einmal machen, aber ich drücke einfach immer wieder zurück. Ich werde es schaffen. Drücke die drei gelben Kasten unten. Irgendwann werde ich es schaffen. Ich werde am Ball bleiben. Ich werde weiter versuchen, die drei gelben Kasten zu drucken. Und ihr könnt bitte dieses Video verbreiten, da wir Karfreitag ja alle nicht feiern dürfen. Religionsfreiheit bedeutet eben, sobald andere sich gestört fühlen, darfst du gar nichts mehr machen. In diesem Sinne, frohe Ostern, sucht schöne Eier, versteckt schöne Eier und macht den Betrügern immer weiter das Leben schwer. Viel Spaß, meine Freunde, wir hören uns.